Hallo zusammen, heute kommt der zweite Teil, weiter geht's mit The Outer Worlds. Wir gehen mal auf Continue. Letztes Mal haben wir uns ja heldenhaft, mehr oder weniger, bis zum Raumschiff durchgeschlagen. Und wenn alles gut läuft, werden wir jetzt das Raumschiff betreten. So. Vorausgesetzt, das Laden ist irgendwann beendet. Plasma Cutter, sowas habe ich noch nicht. Slices, Dices. Okay. So, da sind wir. Auf geht's. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Nichts Wertvolles. Ich will ja auch gar nichts haben. Also, okay. Kann man so nicht sehen. Ich nehme schon, was ich kriegen kann. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Aha. Ist das der Computer? Talk. Gut, we talk. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Uh-oh. Was machen wir denn da? Wir geben uns mal als harmlos aus. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Gesture procedures initiated. Disengage in airlocks. Prepare to reject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Cool. Okay, das haben wir überlebt. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Das ist doof. Wir sagen mal die Wahrheit, glaube ich. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. Gern. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ja. Okay. Ich mach alles. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Das ist ja klar. Funktioniert nicht und ich muss wieder was suchen. Das Übliche. The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Oh je. Do you understand? Das sind ja nette Namen. Ja. Thank you. I appreciate your cooperation. Best gern. Of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Skill improvements. Maximum of 50. After 50 you can add points directly. Ah, das werden wir schon hinkriegen.
Level up. Okay. So, jetzt können wir Punkte vergeben. Okay. Was nehmen wir jetzt? Medical Tech. Das ist etwas höher. Das ist bestimmt wegen unserer Ausrüstung. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich glaube, Waffen sind immer gut. Ranged. Zack, 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 zack. So. Stealth. Hack, Lockpick. Tech, Medical, Science. Oh komm, da geben wir auch nochmal einen hin. Hier nochmal ein. Zack, zack, zack. Ich bin eindimensional. Jo, nehmen wir. Kann ich hier noch was? Ah. No. Moment. Ja, ja, wir wollen das so. You have unlocked location hit effects for the tactical time dilation. Okay. Das hört sich so an wie equipment and those body parts. Okay. Wie das Zielsystem bei Fallout 3. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Selecting perks. Spend every two levels. Okay. So, Toughness. Slow the world. Lone Wolf. 25% Damage, wenn ich alleine bin. Ohne Begleiter. Die Frage ist ja, bekomme ich Begleiter? Wenn, dann wann? Und wie lange? 50% XP from Companion Kills. Das ist natürlich vielleicht auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Vendor Prices. Einkaufen. Ist vielleicht nicht so wichtig. Fast Travel. Tactical Time Dilation Recharge. Das könnte natürlich später auch mal wichtig werden. 100% additional ammo. Ach so, für die Händler, okay. Wenn ich einkaufe, das will ich ja jetzt nicht. Companion critical chance, no. Was ist das denn? You take better care of your weapons. Ah, okay, damit gehen die Sachen nicht so schnell kaputt. Das ist natürlich auch sinnvoll. Ah, wir machen das mal. Accept. Okay, gut. Damit haben wir das. Gucken, gibt es hier noch irgendwas Sinnvolles? If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 Workbench is at your disposal, Captain. Aha. Brauche ich das schon? Repair, Upgrade, okay, okay. Was ist hiermit? Install Mod. Was für ein Mod kann ich denn da installieren? Damage. Sehe ich hier irgendwo? Condition. Ah, über 80%. Das ist doch eigentlich gut. Ich glaube, da brauche ich doch gar nicht so viel. Aber was ist das für ein Mod? Warte mal. Modifications. Magazine. Aber sieht nicht so aus, als ob ich da irgendwas machen kann. No. Vielleicht fehlt mir was. Oder es geht damit nicht. Ich weiß es nicht. Ist ja jetzt erstmal auch Latte. So. War hier unten noch was? Wir gehen mal hier hoch.
Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Da kommen wir also nicht rein. Hoch. Alles verschlossen. Jo. These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Gut. Okay, was haben wir hier? Hier ist noch was. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Ich verstehe, das ist das Teil, was wir suchen müssen. Was ist das hier? Power Regulator, okay. Requires Power Regulator. Gut. Warte mal, da hinten ist noch was. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself. Right before he died. Okay, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich, wenn wir keinen Bock mehr haben und anders aussehen wollen, aber das ist für mich eh zweitrangig. Okay, jetzt sind wir wieder unten. Sieht so aus. Gut. Ach, hier haben wir auch so ein Bett. Das ist cool. Weil, wie wir alle wissen, sterbe ich ja relativ häufig. So, was war das hier? Raus. Gut, wir gehen mal raus. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. In solchen Fällen hilft ja manchmal Bestechung, aber die sieht nicht so aus. So. Ah, wir lügen einfach mal. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Lügen haben kurze Beine, hat Oma immer gesagt, aber manchmal helfen sie weiter. Okay. Hier war doch irgendwo noch dieses, so ein Raumschiff. Hier. Ist da irgendwas? Moment. Oh oh. Warte mal, wenn ich den... Sind die anderen noch da? Um mir vielleicht zu helfen? Die stehen da noch. Soll ich das mal probieren? Aber vorher speichere ich ab. So, machen wir mal 9. Nicht, dass uns das geht wie bei Cyberpunk. Wenn der Speicherstand zu groß ist, geht nichts mehr. So, wo ist er denn? Ah, da hinten. Okay. Run, Forrest! Da kommt er. Und hat sich wieder verpisst. Das ist natürlich doof, wenn die immer... Da ist noch einer, glaube ich. Damit hätten wir schon 2. Na, ihr Süßen?
Scheiße. Das sind ja so viele. Oh oh. Das war wahrscheinlich nicht meine beste. Die schmeißen auch noch mit was. Ach du verdammter Mist. Den krieg ich doch nie kaputt. Verdammt. Das war keine gute Idee. Okay. Was haben wir gelernt? Das Raumschiff ist momentan tabu für uns. Die sind zu stark. So. Das heißt, wir müssen woanders hin. Ich vermute mal, wir folgen dem grünen... Ja, genau. Der grünen Markierung. Okay. Was ist das? Oh oh. Scheiße! Sein Haustier! Hat das kleine Mistvieh doch mich gebissen? Halt, hier ist noch was. Das ist bestimmt sein Kumpel. So, Freundchen. Das hast du dir so gedacht. Komm raus. Cool. Dafür hat sich das doch gelohnt, den PC anzumachen. So. Das nehmen wir mit. Wo ist der andere? Der hat bestimmt auch was für uns. Keine Ahnung, wo ist der denn? Ach, ich such den jetzt nicht. Egal. So, aber er hier, er hatte doch eine andere Waffe, oder? Siehste, wusste ich doch. Da wollen wir gleich mal gucken gehen. Was das denn Schönes ist. Hunting Rifle. Hm. Finde ich aber nicht so gut. Hat irgendwie weniger Damage. Weapon Range. Weapon Range ist höher, aber... Nö. Halt. Nein, es hat mehr Damage. Ich habe falsch geguckt. Warte mal. Zack. So. Zack. Alles klar. Cool. So, haben wir hier noch irgendwas? Kann ja wohl nicht sein, dass die nix haben, die Burschen. Wir haben doch hier so eine schöne Hütte. Oh, die ging automatisch auf. Ah, ich kann das auch als Storage nutzen. Okay. Gut. Schlafen muss ich nicht. Ausnahmsweise haben wir das ja mal einigermaßen überstanden. Sag mal, kann das sein, dass die Dinger bei einem bestimmten Hacking-Skill von allein aufgehen? Ich glaube. Also, das haben sie schon schön gemacht. Mir gefällt das. Das hat eine coole Atmosphäre. So, auf in die Stadt. Auf in die Stadt. Was war das? Ich bin immer ein bisschen misstrauisch, wenn ich so ein Knurren höre. Was ist da oben eigentlich, ob ich da mal hingehe? Regenbogen.
Oder machen wir erstmal... Nee, nachher kriegen wir eine neue Quest und dann sieht wieder keiner mehr durch. Hallo? Komme ich hier rein? Was ist das eigentlich? Sehr ominös. So, Captain, was weiß ich, Silas. Hey, don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. My pod crashed. Oh, das sollten wir, glaube ich, nicht erzählen. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Okay. Ob ich meinen Namen sage? Nice to meet you. Ah, wir sind ja... ja. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Also fürs Lügen kriege ich Erfahrungspunkte. Das fetzt. Fancy Title von Gravedigger. Got a knack for being discreet like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our gravesites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Wir fragen mal so ein bisschen weiter. Warum müssen die Leute für ihre Gräber bezahlen? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under. Free of charge. Gut, ich meine, es ist ja eigentlich nirgendwo kostenlos. Collect all your fees. Ah. Sollte ich das wirklich machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Ich glaube, das sollte ich nicht so hinterfragen mit dem Spezialfall, aber wo sind sie denn alle? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Und wo ist das? Ah, ich glaube, das reicht. Quest Tracker. Ah, hier haben wir ihn. Stranger in a Strange Land. Und hier sollen wir die Friedhofskosten eintreiben. Wir bleiben erstmal bei der Main Quest. Hallo. Beats working at the cannery. Hallo. Huh? What? I wasn't dozing off. Okay. Die haben nichts zu sagen. Fische oder sowas? Scheint es nicht zu geben. Ich wollte nur mal gucken. Einfach die Welt erkunden. Da ist doch schon so ein Sarg. Das ist ja wie bei Clint Eastwood. Ah. Das ist der Friedhof. Wo jetzt genau? Ach, hier. Ah, ich verstehe. Darf
Dafür bezahlt man mit Käfig. Wahrscheinlich damit die violetten Monster die Leute nicht ausgraben. Wir gucken einfach mal so ein bisschen. Können wir hier rein? Wahrscheinlich. Transition to Edgewater. Okay. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Kleine Pause bis dahin. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.